Hi, ich bin der Günther, ich aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Okami HD. Wir sind immer noch ziemlich am Anfang der Eisebene Kamui und wollen heute ins Dorf gelangen, das es hier gibt. Dazu müssen wir nicht mehr weit gehen, das meiste hier haben wir bereits erkundet. Da steht auch schon, wie das Dorf heißt. Ich renne mal in die Kämpfe rein, weil genau deswegen. Es fehlen uns, fehlt die Monsterliste noch. An sich mache ich die offscreen, aber wenn ich hier jetzt in wen reinrenne, warum soll ich es dann nicht machen? Jetzt werd betäubt! Ich hasse diese Gegner. So, endlich haben wir ihn gestunt. Das spawnt noch was. Die haben ja auch noch mehr Leben, die man exorzieren muss. Und dementsprechend war schon klar, dass ich das nicht gerade in einem Durchgang schaffe. Das Ziel muss jetzt sein, den irgendwie auf die Fresse fliegen zu lassen, bevor er groß Scheiße anstellt. Na, am ehesten bevor er losfliegt. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Jetzt muss ich die Kamera drehen, weil das Kacke ist gegen die. Und wir können draufhauen. Ich glaube aber, es reicht noch nicht. Ja, eine Runde fehlt uns noch. Direkt weiter draufhauen. Er soll nicht in die Luft. Wenn er in der Luft ist, wird er schlimm. Ach warte, nee, für den habe ich Feuer gebraucht. Egal, auf jeden Fall haben wir den Gegner besiegt. Wie man das Dorf ausspricht, werde ich in diesem Projekt übrigens nicht mehr rausfinden, falls das wen juckt. Und ich habe da hinten anscheinend was übersehen. Nicht nur Glück. Unheimlicher IQ, so könnten gefühlt alle von denen heißen. Diese Namen, Junge. Und was ich übersehen habe, ist das hier. Und die Beeren und das Glück hier. Und dass es Tag wird. Okay, dann ist die Suche nach den Monstern jetzt erstmal rum, logischerweise. Weil die ja... Was wir gucken können? Der ist keins. Der wäre logischerweise nicht mehr da, wenn er es wäre. So. Hier haben wir noch... Oh Gott. Oh Gott. Von dem habe ich ja schon was erzählt. Ja, das ist eine der nervigsten Challenges im Spiel, wahrscheinlich so ungefähr. Bringen tut's nicht groß was, ne? Der ist einfach, der hat 8 Punkte. Ja, was bringt der? Goldstaub. Ich meine, an sich würde ich's lassen, andererseits wär's... Alter, wie ist denn das nicht? Andererseits ist es ja bestimmt lustig. Und jetzt Ruhe. Ich muss jetzt hier... Also ja, ich bin übrigens der Krasseste. Also. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Sag mal, was macht die Keks eigentlich? Ja. Krass. Schön, jetzt Fokus. Keine Ahnung. Du weißt doch, dass doch die einfacher. Ja, weiß ich. Aber wenn ich das nicht weiß, dann weiß ich's nicht. Ich
Hä? Alles klar, dass ich es gar nicht versuchen durfte, danke. Hol. Einmal im Kreis laufen. Das Muster war nicht kompliziert. Aber jetzt muss es halt... Wo vom Seitenverhältnis her, wer so, ist das am weitesten rechts? Wie gesagt, aber was der Punkt davon, müsste das Auge noch leicht berühren. Also hier ungefähr, oder? Hier müsste dann so das obere rechte Feld sein. Ein bisschen höher ist das oberste rechte Feld. Weil beim obersten Rechten ist die Nummer 1. 2. Dann das dritte Feld.
vierte. Das fünfte. Das sechste. Das siebte. Und das achte. Das sieht doch so gut aus. Guckt euch die Formatierung an. Und das ist es. Boah. Nein, das kann nicht sein. Du hast jeden meiner Schwachpunkte getroffen und dann habe ich so hart trainiert, um sie zu verbergen. Du hast sie nicht gut verborgen, du hast einfach nur 8. Das ist das Problem. Dein Blick ist übernatürlich. Er ist wie der Blick der Götter. O weißer Dämon des Todes, der Augenblick meines Todes ist nah. Möge dieses Bild sich für immer in deine Augen einbrennen. Und dann auch die schön traurige Melodie. Gott, verdammte Scheiße! Eine halbe Stunde ungefähr. Ich habe keine Zeit, dass ich beinahe jetzt in den Mondspinne abzureagieren. Hier gibt's eine Dämonenspinne auf der Ebene. Ja, du musst kurz vor dem Ausgang rechts runterspringen. Die würde ich nämlich noch machen. Die Folge ist jetzt zwar schon eine halbe Stunde, aber so viel wie ich vorspule, kann ich die Folge nicht so stehen lassen. Weil sonst wäre das 10 Minuten oder so. Mal berechnen. Ich muss ungefähr 25 Minuten des Videos verschnellern, vermutlich auf fünffache Geschwindigkeit, was 5 Minuten draus macht. Was hieße, wir sind gerade bei 10 Minuten im Video ungefähr. Und das habe ich bisher nicht gesehen, aber mir geht es jetzt um die Dämonenspinne. Es wird die hier noch machen. Kurz vorm Ausgang rechts, also zum Weg ins Dorf rechts runter, sagst du. Ja. Pass auf, dass es nicht zu weit läuft. Das da müsste ja wieder so ein Licht sein, ja. Oder? Ich glaube zwischen den Fahnen dort hinten. Ja, dort beim Kleber sollst du entspringen. Und das da in der Höhle wird's, denke ich, sein. Ah, das Tolle ist nur, dass ich dann gleich nochmal die ganze Ebene zurücklaufen muss. Für einen Savepoint. Und was ist heute mit den Dingern los? Wo ist das nicht genug? Apropos. Hast du lange genug gewartet? Ich würde schon sagen, wir gönnen uns jetzt nochmal hier Leben plus. Und sprengen hier ein Loch in die Wand. Oh. Hinter dem Loch ist noch ein Loch. Natürlich, zu den Aufständen geht es immer abwärts. Super! Also, auf geht's, Dämonenspinnen-Battle. Das machen wir noch. Schneiden werde ich in der Folge eh müssen. Und die heißt doch Banditenspinne und nicht Dämonenspinne. Ja, aber es ist eine Dämonenspinne, also das stimmt. So, ich mag die Viecher und ihre Battles absolut gar nicht. Und man darf nicht über das Hinterteil zeichnen, wenn man trotzdem verschüttelt die Tinte. Okay, das war ganz guter Damage. Ordentliche erste Runde. Ah, da neigt sie sich gerade dumm. Okay. Entspann dich halt, du Wurstbrot. So, jetzt sind wir wieder in einer Position, in der wir theoretisch was ausrichten könnten, wenn das Spiel zustimmen würde. Ach so, da hinten. Danke. Da hinten wollt's nichts mehr machen. Hallo, Triff. Übrigens. Liebe
können sich beide Dinger noch anbieten. Egal, wir haben jetzt zwei Runden durch und das Ding schon fast besiegt. Das ist mit Abstand der beste Banditenspinnenkampf bis jetzt. Musste man bei dem Ding nicht auch mit der Blume arbeiten? Warum ging das jetzt nicht? Also, komm rüber, wir finishen jetzt. Stellen uns gescheit hin. Hallo? Und Finish. So, mit Abstand der beste Banditenspinnenkampf, den wir in dem Projekt hatten. Drei Runden, eigentlich ziemlich stabil. Was sagt die Wertung? Zeiten, natürlich. Naja, ich beschwer mich nicht darüber. Jetzt hat die Folge auch noch zumindest irgendwas Sinnvolles zum Gucken und wir bekommen ein weiteres Sonnenfragment. Also, das war's dann aber auch mit der heutigen Folge von Okami HD. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder, wenn's dann wirklich ins Dorf geht. Bis dann und ciao. Oh, das nehmen wir aber noch mit. Hä? Ist die jetzt erst gespawnt? Nö. Okay, naja. Bis dann und ciao.